Die 80 Sterne haben wir bereits entdeckt und Risikokomet. Ja, moin, ist das... Nein, ich habe keine Lust. Ich habe das vorhin schon gemacht. Okay. Besiege den Zauberer. Das... Achso. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich den Scheiß jetzt mit einem gottverdammten Stern machen darf. Stern, klar. Ich meine natürlich Leben. Oh mein Gott. Ich glaube, hab ich das nicht... Ich bin auch so ein Lappen, ne? Ich wollte so fragen, warum haben wir jetzt keinen Megapilz bekommen, ne? Aber dabei ist es... Ich bin halt wieder so ein richtiger Lauch, ne? Dabei ist es sowieso Risikokomet. Alter, kannst du den Scheiß jetzt nehmen? Ja, einfach verpufft. Check ich schon. Klar, Mario kann ich zielen. Ist mir auch schon klar. Jetzt grab ihn doch! Ah, verarschen will mich. Ich verarsche ihn nicht. Ich bin so ein Lauch. Alter, triffst du ihn jetzt auch immer, Mario? Alles klar. Danke. Für Lema hat er gleich viel wie im Standardkampf. Da hat er, glaube ich, 6 oder so. Aus irgendeinem fraglichen Grund. Wenigstens spielt die Kamera mit. Und Mario auch. Okay, holt er jetzt eine... Achso, er hat nur 3. Okay, er holt jetzt eine Mini-Kamex. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich instant verreck. Ich muss zuerst den Scheiß besiegen. Mario, du bist nicht gerade der Beste im Ziel, ne? Vielleicht solltest du mal... Ist klar. Vielleicht solltest du mal so eine Zieltrainingseinheit machen. Klar, wann kommt wieder so ein Panzer? Gut, besser als Stern, denke ich mir hier nur. Nein, jetzt kommt die... Jetzt kommt die Assis wieder. Mann, ich hab doch gewirbelt. Kill ihn doch einmal. Ich weiß nicht einmal, ob das ein feines Leben ist. Auf jeden Fall nicht runterfallen, weil sonst kommt die drecksverdammten Kamex. Nochmal! Bist du jetzt endlich mal down? Natürlich nicht. Ist klar, dass der nach oben wirbelt. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Klar, wahrscheinlich mein feines Leben oder so ist auf jeden Fall akzeptabel. Das war halt auch richtig unfair, muss ich sagen. Ich meine, ja, skip, wenn das irgendwie möglich ist. Ich meine, ich bin auf ihn drauf gesprungen und in dem Moment hat er einfach mal seine gottverdammte Technik geworfen. Scrap den Kack doch endlich. So, ich werde jetzt aber besser zielen, hoffentlich. Ja. Mehr oder weniger. Nimm doch den gottverdammten Panzer.
Danke. Ja, jetzt geh nach oben, ist mir doch wurscht. Ich verfolge dich. Mann, den hätten wir first tryen können. Ja klar, jetzt dürfen wir nach unten. Besieg den Aslak. Und den Aslak bitte auch. Diese Kack-Mini-Kamex, ne? Hat er sonst nichts Besseres zu tun. Kommt er jetzt nochmal oder hat er keinen Bock? Ich hab doch geworfen! Ist okay. Klar. Habe ich verstanden. Eigentlich nicht, aber. Ich hab geworfen, aber nicht. Nö. Nee, das akzeptiere ich nicht. I don't accept it. Ja, skip die Scheiße. Wie kann ich den Kack wieder skippen? Skip. Klar kann ich nicht skippen, ich meine. Habe ich auch nur 13 Mal gesehen schon. Weil der einfach direkt vor meiner Fresse landet, ne? Alles klar. Ich hab doch nach rechts gelenkt. Mario macht keine Faxen. Wenigstens zielt ein bisschen. Also automatisch. Kann mich hier oben ein bisschen verschanzen. Bis er dann seine grüne wirft. Verreck, Alter, in dein Face. Ja, geh nach oben, du Lammerjappen, was weiß ich. Jammerlappen. Das war... Ja, genau, wahrscheinlich. Lol. Ich glaube, ich muss mein Leben so Leben holen, suchen gehen. Jetzt echt Angst, wenn ich die Kamex töten möchte. Das ist halt echt eine Stange unfair. Bitte triff mal Mario und fall nicht runter. Mich würde es interessieren, ob ich dabei mit 3 Leben gesackt habe. Mit 3 Leben ist es ja ein easy Kampf. Gib mir. Da kommt mir ja schon ordentlich was. Aber ob es reicht? Alter, ich bin wieder so unter Anspannung. Jetzt will er wieder in der Kackmitte spawnen. Und dann treffe ich nicht. Nicht reinlaufen in ihn. Ich habe nichts gesehen, aber gut, ist nichts passiert. Noch nicht. Wäre da was passiert, das wäre halt schon arg unfair gewesen, weil ich habe überhaupt gar nichts gesehen. Bitte spawn vor meiner Fresse. Das geht auch. Jetzt ist er down. Alles klar. Was das hier wieder für ein Struggle war. Der eine Stern. Ich bin jetzt bei 18 Minuten. Aber wir werden das natürlich nicht bei dem belassen. Ich würde dann sagen, weil das sich ansonsten nicht mehr so gut ausgehen würde.
machen wir diese Fragezeichen-Galaxie, weil ich meine, ich habe ja noch nicht genug Frust abgelassen, deshalb können wir das ja gerne machen. Mach bitte weiter. Und bitte sei jetzt 100% abgeschlossen, die Galaxie mag ich überhaupt nicht. So. Mysteriöser Kreisgalaxie. Ah, das ist das da. Ja, ich kann mich an geiles Design erinnern und auch ein geiles Prinzip, aber ob es jetzt schwer war, ist die andere Frage. Der Weg durch den Superraum. Superraum, okay. Ich bin gespannt, scheiß Kamex. Kack Kamex. Die braucht doch keiner, ich hab genug von denen. Ich will die nicht mehr haben. Da oben haben wir ein One-Up. Wie komme ich da ran? Ah, mit Skill kommt man überall ran. Boah, jetzt habe ich halt echt Angst vor dieser Kack-Galaxie. Ne? Geht einfach weg. Geht einfach weg. Ich hatte schon die Befürchtung, das geht komplett weg, aber... Okay. Okay, eine zweite Passage. Ja, ich erinnere mich daran. Das ist an sich eine geile Galaxie, aber eine schwere. Auch. Eine schwere auch. Vor allem mit diesen Kack-Kamex. Geh rein. Geh rein und... Nein! 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 Die Galaxie ist ja schon schwer genug. Nintendo, das könnte mir nicht antun. Nein, Nintendo. Man muss halt schon sagen, dass Nintendo in dieser Hinsicht schon asozial ist. Aber Gott sei Dank fliege ich nicht raus, wenn ich drüber komme bei diesem Rand. Unten ist scheiße, ja, aber drüber ist wurscht. Ich scheiße auf dieses One-Up, ganz ehrlich. Wer braucht das schon? Ich meine, so wie ich mich kenne, würde ich bei dem Versuch, das One-Up zu holen, sowieso sterben und das würde sich sowieso nichts bringen. Muss ich jetzt Warnsprung ausführen? Nee. Okay, das scheint jetzt aber nicht so schwer zu sein. Obwohl, was mache ich jetzt? Okay, darauf. Nintendo will es wissen. Wer, ganz ehrlich, wer... Wer mag dieses Item schon? Und wir haben es geschafft. Wer mag dieses verdammte Item schon? Ich glaube keiner, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt einen imaginären Checkpoint erreicht. Es ist da oben ein One-Up. Und noch ein zweites One-Up. Das hole ich dann gerne auch. Wenn ich dran komme. Ne, ich glaube, da komme ich nicht dran. Irgendwie habe ich den Skill nicht dafür. Okay. Einfach nur folgen, einfach nur folgen. Und dann falschen Weg gehen. Und dann verarscht werden. Nicht runterfallen, Mario. Komm, wir nehmen einfach den Weg. Die Sternteile können wir auch so holen. Ist da vorne der Stern? Irgendwas leuchtet da vorne. Irgendwas leuchtet da vorne. Ich glaube, das ist der Stern, ne? Leute! Der Stern ist meiner. Ich glaube, da geht's weiter. Das Spiel will mich
Spiel hat mich wirklich verarscht. Doppelt und dreifach. Okay, komm. Das kannst du jetzt nicht mehr verkacken. Ich glaube, das Spiel will einen da wieder nur verarschen. Spring nicht drüber. Danke. Boah. No Death? Da... Das hätte ich mir durchaus anders vorstellen können. Aber Leute, werten Skill hier natürlich ich. Und wenn ihr das genauso seht, dann könnt ihr einen Daumen da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin und ciao. Lol, die Tausende geknackt. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Galaxie hat noch keine Krone, nicht so wie die. Das macht mir Angst. Aber zuvor gehen wir in diese Galaxie, Kanonenflotte Galaxie. Das sieht schwer, aber lustig aus. Hoffen wir, dass wir die Galaxie in diesem Bad finishen können. Das wäre auf jeden Fall geil. Strahl, Strahl, Strahl. Ja, und Tod, Tod, Tod wird kommen. Ja, definitiv werde ich hier ein Bamustern. Das sieht hier schon wieder aus wie weiß Gott wie. Auf jeden Fall habe ich keine Lust auf diese Galaxie. Das vom Luke ist schon geil, ja, ne, aber sie wird halt wahrscheinlich richtig schwierig sein. Ja, dich kennt man ja schon, weg von hier. So, das schaut aus wie eine Art Fabrik. Wie eine Art Fabrik. Und Fabriken sind halt immer schwer, ne? So, die müssen wir anscheinend besiegen, um da reinzukommen. Ja, genau. Einen anderen Weg hätte es auch wahrscheinlich nicht gegeben. Ah, hier wird wieder mit Anti-Gravity geworben. Und da sind Spikes. Oder heißen die Spikes? Ich glaube schon, ne? Die Spikes sind die anderen. Die Spikes sind die irgendwie diese... Ja, ihr wisst schon. Ich weiß auf jeden Fall, was Spikes sind. Das weiß ich jetzt. Das sind auf jeden Fall keine Spikes. Das sind irgendwie so... Keine Ahnung. Fusse sind es auch nicht. Was weiß ich. Maxi-Pilz. Okay, da wird es anscheinend Hardcore gehen. Oder bekommt man einfach nur... Wenn man... Skill hat. Und sich hier nicht einquetschen lässt, so wie ich das jetzt eventuell gemacht hätte. Auf jeden Fall, die Galaxie hat auf jeden Fall ihren Reiz. Ja, das bringt sich ja meiner Meinung nach... Oh, nein, doch, 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 doch. Weil ich einfach nur skillig sein wollte und das mit dem Wandsprung machen wollte. Ja, gut. Fehler in der Matrix. Ist mir jetzt auch wurscht. Mach einfach nur schnell weiter. Ich will mal Maxi-Pilz wieder haben. Denn dann bin ich zufrieden. Ja, wie man schon gesehen hat, wenn man da eingequetscht wird, ist man Instant Death. Sollte aber auch, glaube ich, klar sein. Will ich hoffen. So, dann sollten wir diesmal bitte nicht sterben, wenn wir hier versuchen raufzukommen. Ich wollte es halt vorher voll chillig mit einem Wandsprung machen, aber war halt dann doch nicht so chillig, wie ich gedacht habe, ne? Wir machen das einfach so. Ja, moin, fast wieder gestorben, egal. Okay, die wollen es anscheinend wieder wissen. Hier paar Kanonen wieder am Start und da kann man sich ordentlich wehtun. Ja, ja, moin. Ach so, ich habe gedacht, das schleudert mich ganz drauf. Warte mal, check. Ach so, nein.
Ist halt irgendwo schon asoziales Timing, ne? Oder? LOL. Und dann falle ich hier runter. Ist klar. Ist klar, dass mich dann diese Kacke trifft. Ach man, dieses Timing hier. Ja, und dann springt er nicht, ist klar. Ja, und wenn ich will, springt er wieder nicht. Das sind wieder die Trampoline, die jeder kennt. Also mit denen kommt man so runter, okay. Ja, gehen die Röhre rein. Gehen die Röhre rein einfach. Okay. Komm da einfach rauf. Kann ich da nicht so auch rauf, ja. Wer Skill hat, braucht die Dinger nicht, oder doch? Was war das gerade für ein Lag? Wieso komme ich denn hier nicht? Ja, genau! Wieso bin ich da nicht drauf kommen? Wollt ihr mich verarschen? Ah, jetzt sehe ich's. Er wollte mich verarschen. Da stürzt sie schon die ganze Zeit ein. Hä? Ja. Hä, wieso stürzt das jetzt nicht mein? Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber ich check's halt gerade nicht. Oder stürzt das erst ein? Hä, dann war das aber vorhin schon ein bisschen unfair, wenn das erst einstürzt, wenn ich auf der nächsten Plattform bin. Weil ich meine, ich war ja noch nicht auf der Plattform, aber ja gut. Mache ich das ja auf? Mir egal. Dass der Bub Oms raufbringt, keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber ich würde auch keinen anderen Weg finden. Geh einfach weg. Ist mir egal, wenn da noch was anderes war. Da ist der Stern. Da ist der Stern. Wo bin ich? Das möchte ich gerne wissen. Ah, hier, okay. Bin ich instant down, wenn ich das berühre? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich kann hier noch nicht drauf, ne? Okay, hier hilft Skill nichts. Ah, das sind die Lappen schon wieder am Start, ne? Aber ich glaube, die brauche ich nicht. Nicht dringend, beziehungsweise nicht notwendig. Ah, darum ist der schon wieder. Unser Freund und Helfer. Ach so, ich bin auch so ein Lauch, ne? Ich bin ja so ein Lauch. Der muss uns da irgendwie helfen, ne? Oder muss ich den besiegen? Ja, und jetzt weiter. Wollt ihr mich verarschen? Geht's denn jetzt weit? Ja. Ach so, ich hab so einen Verdacht. Komme ich da nicht einfach so rauf? Ich habe so einen Verdacht. Und zwar muss ich da oben, wo die Barriere war, also diese Wand, muss ich diesen Kugelwilli hinlocken. Oder diesen, ist ja egal. Aber das ist ja nicht möglich. Kann ich das einfach so zerstören?
Es muss einen anderen Weg geben. Ganz ehrlich. Das ist ja geisteskrank, wenn man das so machen muss. Oder kommst du jetzt? Nee, ist komplett die falsche Stelle. Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit, das Ding da rauf zu locken, aber der stirbt ja vorher. Müssen die Barriere zerstören, was bringt sich das dann? Oder müssen wir... Ich zerstöre einfach mal die Kuppel hier. Vielleicht ist das der einfachste Weg. Und vielleicht auch der einzige Weg. Was ist jetzt? Ja, klar. Hätte es mir nicht früher sagen können, ne? Okay, jetzt suchen die nach uns. Und helfen uns sogar, aber nicht, wenn wir... den Wirbelsprung als unseren Nachteil ansehen. Ich wollte testen, ob man bei diesen Strahlen instant K.O. geht. Klar, Mario geht einfach nicht drauf. Mario ist schon wieder instant drunk. Schon Mario, mach weiter. Wärst du da jetzt runtergefallen, ich hätte dich getötet. Und auch hier. Wärst du hier auch runtergefallen, hätte ich dich auch getötet. Und ich glaube, das ist klar, ne? Das Dumme ist halt, da kannst du überall runterfallen, dann kannst du alles wieder von vorn machen. Wieso sollte ich mir das One abholen? Kann mir das jemand sagen? Ich hole mir da lieber den Stern, ganz ehrlich. Gut. 11 Minuten schon mal an dieser Kacke gerissen. Dann kann ich mir definitiv vorstellen, dass wir die anderen noch machen werden. Die anderen zwei Sterne. Und vielleicht der Gummilume, der draußen auf uns wartet. Der will nämlich 1200 Sternteile haben und die haben wir noch nicht. Sonst hätte ich ihn eh schon gemacht. Aber ja. Zweiter Stern in der Kanonenflotte. Welcher wird es sein? Überlebe das Speerfeuer. Ja. Das ist ja wieder ganz toll. Einfach nur überleben. Das heißt, ich brauche nicht viel denken. Wo ist der Stern? Okay, dann eben nicht. Okay, es beginnt schon mal mit diesen Zahnrädern, gefolgt von diesen Plattformen. Was geht da unten vor? Kann ich da noch nicht drüber? Nicht so einfach, okay. Bitte hol mir das One-Up. Das nehme ich gerne mit. Hä? Jetzt, wie komme ich jetzt darüber? Also muss ich schütteln? Nee. Mich irgendwie verlagern? Ach so, es ist nur rechts drehend. Ja, okay, logisch. Theoretisch kann man sagen, ja, es ist logisch, weil rechts drehende Schrauben. Allerdings kann man ja sagen, dass man da vielleicht nicht aufdreht, sondern oder nicht ja nicht aufdreht, sondern eher zudreht und dann müsste man ja schon links drehen. Das ist ja die Frage. Das ist ja das ist meine Ausrede jetzt. So, ich habe ganzen Hettenkunden, genau, die Hettenkunden, ne, die Kettenhunde, die kommen aus ihren ja, Hundehütten raus und wollen uns zerstören, aber auf einmal sind alle weg, witzigerweise, keine Ahnung. Und das habe ich dann so unnötig. Aber ich habe mir gedacht, das war so lustig, das können wir ja gerne nochmal machen. Mit den Kettenhunden.
ohne Kette. Das geht eigentlich gar nicht. Kettenhunde ohne Kette. Das ist wie Schokokuchen ohne Schoko. Bist du dumm, Mario? Was macht das? Und das geht ja gar nicht. Also ich mag die Schokokuchen ja jetzt nicht allzu gern. Ich mag eher mehr so Obstdorten. Vor allem so Kirsch... Ah, so eine Schwarzwälder Kirschtorte ist schon was Feines, ne? Oder Marzipan-Torte. Marzipan ist überhaupt richtig geil. Ich verstehe die Leute nicht, die kein Marzipan mögen. Was weiß ich. Marzipan ist Leben, Leute. Das müsst ihr essen. Aber dafür mag ich keine Ananas. Keine Ahnung. Allein Double Kill. Ne, nicht zurück, Mario. Bist du dumm? Allein bei dem Geruch von Ananas muss ich schon kotzen. Komm, mach einfach. Geh einfach rüber, ich hab keinen Bock mehr. Ja, hau ab. Hau ab einfach. Ananas, allein bei dem Geruch muss ich kotzen. Da kann ich ja nichts dafür. Nee, da kann ich nichts. So, jetzt müssen wir das einfach nur überleben. Wird schon nicht so schwer sein, oder? Vor allem nicht, wenn mal die Steuerung spinnt, aber die... Gut, momentan spinnt sie nicht. Es hat sich jetzt vielleicht nur so ein bisschen angefühlt. Okay, wir wechseln. Jetzt könnte es problematisch werden. Aber ganz ehrlich... Ich habe den Skill, also brauche ich auch keine Angst haben. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, einfach durch. Ich glaube, da wären wir Instant Coke gewesen, ne? Scheiß drauf. Heute sind wir alle ein bisschen YOLO unterwegs. Ja, geh einfach rüber. Haben wir es dann endlich mal geschafft? Achso, ich habe schon gedacht, ich bin zu spät gekommen. Und bin jetzt tot. Aber ne. Ich nicht. So, jetzt geht's aufwärts. Das ist schon eine bessere Physik, wie ich finde. Nicht so wie diese. Weil die mag ich ja gar nicht. So, jetzt. Nimmt alles nochmal in Geschwindigkeit an. Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Mehr oder weniger. Ich bin zwar gesprungen, aber wir sagen es keinen. Ducken. Ja klar, wieso? Wieso kann man sich hier nicht ducken? Egal, wir haben Stern. Wären wir hier noch gestorben? Ich. Wäre ausgerastet. Aber wir haben es wenigstens. Wir haben es geschafft. Weil wir Skill haben. Ich habe Skill bewiesen, Leute. Und weil ich die Galaxie noch abschließen will, machen wir noch den dritten Stern. Es sei denn, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt ein Komet auf uns zukommt. Nee, tatsächlich noch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann mal so ein riesiger Komet kommt gegen in diese Passage. Das wäre dann nicht so geil. Vor allem, wenn ich dann am Ende sterben würde. Die Rache des Begamon-Stammes. Wer ist denn das? Achso, die... Wieso wollen die sich rächen? Das sind ja meine Freunde, die Fidget Spinner. Obwohl die auch schon wieder out sind, ne? Naja gut, ich bin ein bisschen stolz, weil ich die nie gekauft habe. Komplette Geldverschwendung. Aber ich gehe ja generell keinen Hype hinterher. Fidget Spinner waren wieder sowas Unnötiges, wir haben schon mal besprochen, also. Achso, da kann man sich wieder nicht verletzen, ne? Will ich auch hoffen, weil sonst ist das Patent von Fidget Spinner gleich weg und den bisschen befreien. Also müssen wir dreimal machen, ja gut, ich meine. Ist auch nur unnötig, aber ja gut. Es gibt jetzt keine anderen Fidget Spinner, wie soll ich den besiegen? Hast du einen Tipp?
Der Elektrodraht ist im Weg und ich kann meinen Freund nicht retten. Schleudere irgendwas mit einer Drehattacke in die Drähte, um sie zu zerstören. Ja. Ich habe ja schon einen Fidget. Ah, da ist der nächste. Da ist der nächste. Sag ich doch, Massenproduktion. Wenn was im Hype ist, dann wird es immer Massenproduktion geben. Ah, jetzt ist weg. Okay, klar. Logisch. Armer Luma. Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. Ich glaube, es ist auch der einzige Weg, also ich wüsste nicht, welchen Weg ich sonst gehen sollte. Aber ich bedanke mich doch jedenfalls. Boah, das war eine richtige Abkürzung. Okay, muss ich wieder Sternensplitter sammeln, heißen die jetzt, ne? Ah, da brauche ich einen Fidget Spinner. Danke. Ist ja nett von dir. Die blauen Sterne sind wieder am Start. Ja, klar. Ich meine, wenn ich die blauen Sternteile einsammle, dann sind auch die blauen Sterne da. Ist ja logisch. Das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht geil. Muss ich das hier machen? Kann ich auch streiken? Wo ist so schwierig? Schaut das jetzt gar nicht so aus. Sagte er und stirbt. Aber ich war ein bisschen unterfordert. Gut, dann müssen wir so ran. Okay, wäre ich hier noch gestorben, ich hätte geraged. Boah, sie wollen ja wirklich Rache. Boah, jetzt kommt die Maulwürfe auch noch dazu. Ist klar, ganz viele Truhen. Muss ich irgendwas sammeln? Ich hätte gern Münzen. Natürlich komme ich hier nicht ran. Warte mal, da drüben ist ein Maxi-Pilz. Warte mal. Ich hole mir aber vorsichtshalber nochmal da eine Münze. Und dann besiege ich ihn mit einer Drehattacke. Spring! Okay. Wie ich die Truhen öffnen soll, keine Ahnung. Das wollte ich jetzt nicht, aber Hauptsache ich lebe. Und No Damage zurückgekommen? Doch, nein, ein Schaden habe ich bekommen. Okay. Logisch. Das kenne ich. Jetzt wollen die mich daran schleudern. Ja, und irgendwo kennt man die Passage. Achso. Ja, klar. Der ist wieder da. Der Riesen-Fidget Spinner. Mit seinen Kinder. Und der Riesen-Fidget Spinner kann uns wehtun. Warte mal. Warte, ich find's aber geil, dass man hier anscheinend mehrere Möglichkeiten hat, den zu besiegen. Einerseits ihn selber daran ranzuschleudern, andererseits ihn mit seinen Kindern daran zu schleudern. Das finde ich eigentlich ganz geil und down ist, oder? Nee, er streikt. Klar, jetzt. Ist logisch. Hey, bei den Luma kann man noch mal kaufen gehen. Brauche ich aber nicht. Ach so, ich wollte die ganze Zeit. Ja, moin. Ich wollte die ganze Zeit wieder auf ihn drauf springen, damit ich. Ja, damit die Stacheln weggehen, aber die waren ja schon weg. Ich werde wieder komplett Brain auf K. Ich weiß. Bitte sagt es rein. Ist mir peinlich. Peinlich ist mir auch, dass ich zufällig auf Home gekommen bin, aber. Das sollte hoffentlich kein Stören. Will ich hoffen. Yeah. Die Rache des Bega-Mondstammes. 85 Sterne. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.